Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Marsch. Ja, wir machen heute Hopfen und Hexegut und wir sehen nebenbei noch auf Feld Nummer 44 Weizen aus. Das geht gut alleine, das macht einer gut hervorragend. Und wir werden beigehen und gleich noch Dings fahren, Mais. Unser Silo, ja, ist leider etwas undicht, ne? Ja. Das ist beim Verteilen rausgeflutscht, sag mal so, ne? Wenn man so reinschaut, im Bereich ist komplett nicht dicht. Warum es so ist, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich versuche es dann mit Ladewagen aufzunehmen und entsprechend reinzuschieben. Aber da sehe ich schon Probleme kommen auf uns zu, zwecks das Gewicht, da muss hier immer sein. Problem auf uns zukommen, dass wir da die Silage nicht verwenden können. Müssen wir schauen, dass wir das andere Silo versuchen, das andere Bereich mal nehmen, das nächste Mal. Aber das erste werden wir dann nicht mal nehmen können, wenn es buggy ist. Ne? Kann es natürlich sein, dass es die Silage trotzdem rausholen kannst, ne? Das ist natürlich möglich. Ne? Ich schließe es mal nicht aus. Ne? So, 16.34 Uhr. Also gut. Ich meine, für den Samstag ist es, naja, in Anführungszeichen schon weit hinterm Plan, ne? Aber das ist halt so, wenn ich in der Woche, wo ich Spätschicht habe, ist es immer Freitag ungünstig. Da bin ich irgendwie, nicht in Stimmung, noch groß was zu spielen, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja, bei 7D2D genug Vorsprung, dass ich sogar zwei Folgen auch veröffentlichen kann. Ob ich bei zwei Folgen bleibe, das weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht, aber wenn das macht halt Spaß, ne? Also dann bist du schnell mal ein paar Folgen fertig, ne? Aber wie gesagt, das muss ja auch bearbeitet werden, ne? Das ist ja, das kostet ja Zeit, ne? Auch wenn ich mit zwei Rechnern arbeiten könnte oder kann, das mache ich ja auch, werde ich jetzt hier auch nicht tun. Schnell bearbeiten. Ja, 2 Stunden. Schätze ich mal ganz kurz. Kurz die Daten überspielen auf die zweite externe Festplatte. Und dann kann ich die entsprechend hier am zweiten Rechner auch bearbeiten. Ich habe einen neuen Modus hier von OBS, das ich jetzt genommen habe, auf Ratschlägen von, oh jo, wie heißt er noch hier, fällt der Name gerade nicht ein, da habe ich noch ein bisschen mehr Gigabyte und ob man das näher sieht näher in der Aufnahme, ich weiß es nicht. Ich habe erst seinen Vorschlag nicht angenommen und sagt, mach mal auf 15 den Wert, ne? Ich mach mal auf 10. Weil ich bin immer angestrebt auf höhere Qualität, ne? Und bei 10 hatte ich gehabt, ne, 50 GB pro Video. Und bei 10 habe ich 25, das ist immer noch viel. Aber beides kann der Rechner machen. Also ist ja, wenn aber jetzt hier OBS auf den Rechner laufen würde, wo ich spiele, dann wäre es, na, da wäre es ungünstig, ne? Ein bisschen wenden. Ja, Hopfen wir voll. Ja, da kommt schon die Meldung. Müssen wir gleich tun. Das ist so, also Hopf, also Ernte mit zwei Feldern ist immer schwierig. Also gerade Mais ist ja auch so, wo du immer noch nicht weg kannst, ne? Aber wir müssen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir auch pflügen müssen. Ich glaube ja. So, der ist jetzt bei 87% voll. Das heißt, wir werden wohl und übel irgendwann auch hier noch wegfahren müssen. Das wird nicht reichen.
Wir haben auch einen zweiten Anhänger nehmen müssen und dabei bleiben. Krähe, hau ab. Hopfen ist so wertvoll. Das wird ja alles bares Geld nachher. Und das goldene Bier aus dem Norden. Ich weiß jetzt gar nicht, wo original im Hopfen im Norden hergestellt wird. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ob das vom Klima her oder vom Wetter an sich funktionieren würde. Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß von früher, wo kannte ich keinen Platz. Also im Norden, ich weiß nicht. Obwohl das Wetter in Bayern, ja gut, es ist ein bisschen wärmer. Es ist früher wärmer, ist auch länger, vom Herbst auch länger warm. Ne? Obwohl die Erntezeit eigentlich auch relativ früh beginnt. Ja. Also Frost haben die in Bayern garantiert mehr als im Norden. Aber eher trocken. Vielleicht ist auch im Boden. Der Boden kann es natürlich auch sein. Ne? Also wir haben ja. Na gut, das ist ja jetzt auch voll. Der Drescher hat gesagt, der Hänger ist voll, dann ist er voll. Ne? Jetzt fahren wir halt zurück zum Hof und lagern das ein. Wir müssen so noch mal einmal herfahren, also die 4% wird es nicht machen. Sollen wir mal Innensicht machen? Ne? Ja, machen wir Innensicht. Dann können wir den LKW besser hören und wir sehen ein bisschen besser. Ne? Wo sind hier die Pferde? Ne? Ah, Pferde fand ich von vornherein in Anführungszeichen Blödsinn. Netter Gag, sag ich mal so. Man sagt, ja gut, man kann mit Pferde viel verdienen, ohne Seasons, ja, aber normalerweise musst du ausreiten, dass die Pferde in die entsprechende aufgebaut werden. Ne? Also ohne diesen einen Mod, Reitermod hier, was es gab hier oder gibt, funktioniert das nicht. Beziehungsweise man kann da nichts dran verdienen. Da sind wir. Da werden wir gleich mal rüber donnern. Und zwar zur BGH, wo unsere Silage liegt. Grasfeld noch nicht gewachsen. Oh, da brauche ich ja, na gut, wir haben auf 1. Ich spiele auf 1. Das darf man nicht vergessen. Silage 100%. Wir spielen auf 1. Das darf man nicht vergessen. Aber wir können es mal gleich tun. Wir laden mal kurz auf. Ja, der hat die Heuballen auch weggenommen. Dann ist das so, ne? Ich dachte, die behalten wir. Gut, okay, nicht. Ja, kein Problem. Beziehungsweise, wir können sie ändern. Die müssen. Zurückfahren ist gefährlich, wegen. Die sind gerade noch nicht so weit. Ja, so. Jetzt kippen wir halt noch einen drüber. Und zwar von dem Stapel links. Die anderen lassen wir noch liegen. Obwohl die eigentlich jetzt auch so weit sein müssten. Aber. Klack, klack, klack. Eine Reihe. Ein paar wollen wir noch haben. Ups. So, mal kurz gucken, ob die anderen schon in Silage sind. Der mit der Aushalt ist fertig. Sollen wir hier vorne schauen? Dort sehen wir die Innensicht. Das ist Gras. Auch Gras. Dann lassen wir den Finger. Da ist noch einer. Wir wollen ja kein Gras reinschmeißen, ne? Das ja, bringt ja kein Geld. Das wäre ja äußerst ungünstig.
finanziell. Aber hier liegt noch einer rum, den nehmen wir noch mit. Ob das nun Gras oder Silage ist, ist noch egal. Wird aber Silage sein. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht so weit hinten ranfahren am zweiten, am dritten Stapel. Das hat ja noch weniger Silage als der erste. So, nehmen wir wieder auf, das macht nichts. Jetzt fahren wir ein bisschen parallel zum Trigger. Genau. Und dann können wir es genau da in dem Bereich abladen. Dann haben wir beim nächsten Mal, wenn wir in einer Woche wieder Aufnahme machen, am Freitag nach der Frühschicht, dann haben wir entsprechend schon mal dem hier mal vorgesorgt. So, jetzt gehen wir kurz auf und abgeladen. Jetzt hast du genug zu tun. Ja, die Heuballen sind hier auch weg. Aber das macht nichts, nicht so schlimm. Naja, zwei Ballen hätten mir auch nicht reich gemacht, aber so. Also fürs Futter hätte es nicht gereicht. Apropos Futter. Einsteigen, nicht aufsetzen. Ach, ich war drin gewesen. Ah, hätte er eh gemeckert. Aber wir haben ja noch Silageballen am Hof. Und weiß ich nicht, ob das Silageball ist oder nicht. Und die muss ja in die Futterbeschallanlage rein. Denn da haben wir ein bisschen mitgenommen. Gut, okay. Den nehmen wir noch rüber mit. Hopfen ist auch wieder voll. Na, da werden wir mal machen hier, dass wir morgen, dass die Futterbeschallanlage nächstes Mal nachts arbeiten kann. Ich muss die zwar nicht unbedingt jetzt gleich haben, aber es ist ganz gut, wenn wir da ein bisschen Futter vor Ort richtig sind. Heu ist nichts mehr gewesen im Silo. Das wird sogar knapp, schätze ich mal. Aber mal schauen. Vielleicht haben wir noch was im Lager, das kann sein. Das müsste man ein bisschen die Schräge ändern. Aber ich kann es ja nicht ändern. Ich kann es ja per Terraform die Straße nicht ändern. Ich könnte höchstens Geländehöhe machen. Ja, das könnte ich machen. Aber sowas wollen wir nicht eingreifen. Eine Karte muss man so lassen, wie es ist. So, ich muss mal gucken, ob das die Lage ist. Auf dem LKW sehe ich das nicht. Jetzt wird mir nicht angezeigt. Das ist die Silage. Die Silage 8000, 10.000, ja, das passt ja eh. Aufladen und dann geht los. Müsste der Hänger ja voll werden. Passt, gut. Das werden wir jetzt in der Mischerfabrik abladen. Fahren wir drüber und dann machen wir auf U, Z, ZZ. Machen wir auf U und Z. Dann laden wir die mal schön hier ein. So. Jetzt haben wir mal gucken, was wir eingeladen haben. So, das können wir nächste Woche in aller Ruhe wieder auf 5 hochgehen. So, Stroh ist 50.000, das passt. Also Heu war 215.000 und die Silage jetzt 414. Naja, das reicht für nächstes Mal auf jeden Fall noch. Was drin ist aktuell an Mischwasser. Und das nächste werden wir dann sehen. Den stellen wir jetzt mal hier neben den Bäume. Parken wir mal hier so schön ein. Oder wir werden mal unter die Garage fahren, ne? Da wo es hingehört. Parkplatz hier. So. Machen wir aus. Dann gehen wir gleich wieder und fahren ins Hopfenfeld. Die Hopfen holen, ne? Einer abkippen.
Ja, dann kann die BGH-Amt ja mit dem Geld bringen, ne? Und am nächsten Mal können wir auf 5 schwer. Denn gleich den anderen. Obwohl, den brauchen wir nicht machen, wir beenden die Folge eh gleich. Mehr oder weniger. Kurz davor, aber wir fahren da hin und fahren nach Hopfen, dass wir das nächste Mal, wenn wir da starten, dass wir da gleich loslegen können. Ansonsten haben wir ja das Problem, wir suchen einen Anhänger, ne? Und der liegt da. Dann wollte ich mal gucken, was wir noch an Heu hier haben. Wäre ganz gut, wenn man was mit. Stroh haben wir 700.000 oder 515.000. Ne, 704. Und Heu haben wir 337.000. Das ist gut. Gut. Mal sehen, was sie bringt. Unsere Produktion für Mischfutter und dann, was die BGH bringt. Das ist mir ganz wichtig. Wenn man die entsprechend uns das Kleingeld bringt, dann können wir auch uns diese Produktion leisten. Für die Malz, für Bier. Also wenn wir schon mal anfangen können mit Malz. Malzproduktion für Bier. Ob das näher notwendig ist, keine Ahnung. Die Brauerei Hubmerwahl, die hat die Malzproduktion selber hergestellt, also im getrennten Bereich. Aber die haben es dann entsprechend rübergepumpt. Da ist der Drescher, der fällt schon fast fertig. Nächste, und schon haben wir wieder die Zeit rum. Die Zeit vergeht. Aber ich habe Pause verdient, um mal zu sagen. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Wir sind soweit. Aber wir haben gut geschafft, sagen wir so. Besen haben wir noch zu ernten. Weizenfeld ist auch fertig. Und ja, Mais wird sich auch noch heute. Naja, ist ja noch ein Rest, ne? Ne, ist ja noch ein kleiner Rest. Und die 19 ist ja auch noch, da ist auch noch ein bisschen was. Na gut, okay, wir sind ja wieder die Hälfte. Das Feld ist fertig. Nacharbeiten, mal gucken. Sieht ganz gut aus, aber nicht nacharbeiten müssen. Ja, die Ränder, das sind wir nicht so genau. Und da beim Dreschen geht ja auch nicht alles weg. So, und ansonsten hier die 1 und 4, da soll nächstes Jahr Mais rein. Hier ist Gras drin, 12, 2 und 15. Und hier soll nachher, nachdem geflücht wurde, da schon Raps. Und 19 an sich auch Raps. Passt eigentlich ganz gut. Nach Getreide kommt dann Raps. Raps passt, ist von der Fruchtfolge. Und hier haben wir die Möglichkeit auch noch Gerste und Weizen anzubauen. Ist ja hier Erdfrüchte drauf. Und hier 21, die 36 auch noch. Da kommt auch noch mal. Verhältnismäßig ist das 44 kleiner als die. Dann machen wir hier Gerste. Und dann mache ich hier nochmal Weizen drauf. Die 27 kommt ja nur Produktion. Und hier die kleinen Wiesen, das weiß ich noch nicht genau, ob wir die auch entsprechend so machen werden. Aber vielleicht lassen wir die auch als Wiese. Mal sehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Eine Woche mache ich weiter, aber hier geht es schon morgen weiter. Tschüss. Und danke fürs Reinschauen.